Hallihallo, guten Morgen. Heute ist der 21. Oktober und ich habe wieder eine neue weihnachtliche Idee für dich. Diesmal ist es eine Karte und zwar, so sieht sie aus. Von vorne ganz einfach und von innen, tada, eine Pop-up-Karte mit drei Geschenken. Ich finde die ganz schön, die ist relativ schnell gemacht und beim Empfänger kommt da ein großes Oh oder sowas in der Richtung. Und was auch sehr schön ist, wenn Weihnachten vorbei ist, machst du dir einen Geburtstagsgruß drauf und dann kannst du so eine Pop-up-Karte mit drei Geschenken auch sehr gut zum Geburtstag verwenden. So, was brauchst du? Und zwar, wir brauchen einen A4-Bogen Farbkarton und zwar einmal für die Außenkarte, ein Stück in der Größe 14,85 x 21 cm, dann einfach das, ich mach mal so, 21 x 14,8 cm, in der Mitte bei 10,5 Falzen und dann hast du hier schon mal deine Grundkarte. Die kannst du dann von außen ganz normal bekleben und dann ist die Grundkarte so fertig. Ist eigentlich auch so schon eine fertige Weihnachtskarte, vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen nehmen wir den zweiten Teil noch dazu. Und zwar, der hat die Maße, also das ist im Prinzip die andere Hälfte des A4-Bogens, aber der wird ein bisschen gekürzt und zwar auf 21 cm mal 14,5 cm und gefalzt wird es in der Hälfte bei 10 cm. Wenn du das jetzt zusammenlegst, dann siehst du auch hier schon, passt perfekt hinein. Da ist oben und unten ein bisschen Luft, aber jetzt nicht so schrecklich viel, dass man sagen würde, oh, das ist ja eine separate Karte. Das heißt, das fällt auch optisch in den Hintergrund, wenn du die Karte dann öffnest. So, jetzt müssen wir die Geschenke da einbauen. Das kann man natürlich mit Lineal und Schere machen. Ich mache das aber gerne hier mit unserem schönen Papierschneider. Und zwar geht das ganz einfach damit. Du legst die Karte mit der geschlossenen Seite nach oben ein bei 2 cm und schneidest, hier ist ja auch nochmal ein Lineal dran, 2,5 cm ein. So, dann schiebst du einfach das Papier weiter bis auf 4,5 cm und schneidest bei 3,5 cm ein oder schneidest 3,5 cm tief ins Papier. Dann wieder hoch und weiter schieben auf 8 cm. Und hier ist der Schnitt dann 4,5 cm. Jetzt noch einmal hoch und dann auf 12,5 cm. Und da ist der Schnitt auch nochmal 4,5 cm. Das war es schon an Schnitten. So, was wir jetzt noch brauchen, ist dann doch noch einmal das Falzbein und das Lineal. Und zwar müssen wir jetzt hier noch die Falzlinie anbringen, damit das die einzelnen Geschenke gleich gut da rauspoppen können. So, das ist einmal hier, und zwar einfach da, wo der Schnitt aufhört, da halt senkrecht runterziehen. Das ist dann bei dem oberen Geschenk bei 2,5 cm, bei dem nächsten sollten es dann 3,5 cm sein und beim letzten sollten es 4,5 cm sein, weil die Geschenke an der Stelle hier quadratisch gehalten worden sind. Das heißt, die haben alle eine Höhe und Breite gleich. Das oberste ist 2,5 mal 2,5 cm, das nächste 3,5 mal 3,5 cm und das letzte 4,5 mal 4,5 cm. So, jetzt muss man bloß noch die Karte so knicken, dass die Geschenke herauskommen. Jetzt haben wir diese Falz am Anfang gemacht. Dann sage ich mal, das ist die Falz, wie die Innenkarte so in die Karte kommt. Dann machen wir das so auf und dann bringen wir jetzt die Geschenke nach vorne. Ich fange dann einfach immer an, nehme das erste und die gerade gezogenen Falzen knicke ich so ein bisschen nach. Und das mache ich bei allen drei Geschenken. Am ersten mal so ein bisschen vorsichtig das Ganze machen. So ein bisschen, weil wenn man es jetzt so hektisch einfach schließt, dann verknickt das nachher. So, und wenn das dann, wenn man merkt, dass es gut geht, dann die Karte ganz schließen und die zuletzt gezogenen Falzen nochmal nachfalzen. So, wenn man das jetzt aufmacht, tada, da sind sie schon, die Geschenke. Jetzt verzieren wir die natürlich noch
Und zwar, die Maße dieser Geschenke hatte ich ja gesagt, oben ist 2,5 mal 2,5, 3,5 mal 3,5, 4,5 mal 4,5. So, von der Höhe schneiden wir, ich habe jetzt hier schon die ganzen Sachen vorbereitet. Und zwar von der Höhe her nehmen wir die ganze Fläche, weil da brauchen wir keinen Rahmen. Das heißt, die Höhe ist jetzt hier 2,5 cm. Bei dem mittleren ist es 3,5 cm, bei dem unteren ist es 4,5 cm. So, und von der Breite theoretisch ja auch 4,5 cm. Da habe ich aber so 1, 2 mm ein bisschen Platz gelassen oder es wird kürzer geschnitten, damit man das nicht hier in diese Falz einklebt oder auch nicht hier in der Mitte dann darüber steht. Das heißt, von der Breite ist das dann das kleinste 2,3 cm, das ist 3,3 cm und das ist 4,3 cm. Also dann nochmal zum Mitschreiben. Du brauchst für die Verzierung der Geschenke 2 Stücke Designerpapier in der, für die oberen Geschenke in der Höhe 2,5 cm mal 2,3 cm, für die mittleren Geschenke in der Höhe 3,5 cm mal 3,3 cm und für die unteren Geschenke in der Höhe 4,5 cm mal 4,3 cm. Das Ganze soll ja dann so ein bisschen aussehen, als ob da auch Geschenkpapier Geschenkband rumläuft und hier oben so eine angedeutete Schleife ist. Ich finde, es ist einfacher, das Washi-Tape oder das Motivklebeband vorher hier aufzukleben. Kann man natürlich auch, wenn man hier die einzelnen Designerpapierstücke dann drauf gemacht hat, dass man das dann danach macht. Geht auch, ja, habe ich jetzt nicht gemacht. So, dann müssen wir die einfach nur aufkleben und dann zeige ich euch nochmal, wie das mit der Schleife oben funktioniert. Das ist jetzt fertig und jetzt braucht da oben nur noch dieses Schleifenstückchen hin. Und das geht eigentlich ganz einfach. Das ist ja nur so ein bisschen angedeutet. Dann nehmen wir einfach so ein Stückchen Washi-Tape, ich sag mal so einen Zentimeter oder sowas. Und dann wird der einfach diagonal durchgeschnitten. Und eine Hälfte mit der dünnen Spitze nach unten wird links und das andere halt rechts angeklebt. Und wenn man das dann so hat, sieht das so ein bisschen aus. Jetzt wird die Karte noch ein bisschen bestempelt. Und zwar dafür nehme ich das Stempelset Harmonische Feiertage. Da hatte ich hier vorne schon den Spruch genommen: Frohe Weihnachten, alles Liebe. Und dann möchte ich diesen mögen die Feiertage Ruhe, Harmonie und Freude bringen. Finde ich auch ganz schön. Hier innen rein. Und dann halt noch dieses Two-Step-Stamping an ein, zwei Stellen. So, wenn wir das haben, dann wird die Karte einfach nur noch eingeklebt. Und zwar dafür erstmal eine Seite einkleistern, damit wir das dann hier jetzt halt gucken, dass man nicht falsch rum einklebt. Wenn ich das jetzt hier so ansetze mit der Seite, die noch nicht klebt, sehe ich ja, okay, das passt so. Wenn ich das dann da drauf lege, habe ich die eine Seite drin. Und kann dann nun die zweite Seite aufkleben. So. Tada! Und fertig ist die Karte. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Platz gelassen zum Schreiben. So sieht sie dann aus. Kann man das so ein bisschen sehen? Ja, da lasse ich die jetzt mal so liegen. So, ich hoffe, diese Kartenart mit dem Pop-up-Geschenken, die hat dir gefallen. Und wenn ja, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal, dann bekommst du auch automatisch eine Nachricht fürs nächste Video. Und wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann einfach hier unten drunter einen Kommentar abgeben. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Bye.